Hi, es ist der 31.10.2009. Der Monat Oktober neigt sich dem Ende entgegen. Und es war nochmal ein recht ordentlicher Abschluss, wie ich euch heute hier zeigen kann in der Trading-Statistik. Ich habe mit dem System-Trade, den ich zwischenzeitlich verkauft hatte, 208 Euro Gewinn gemacht. Bei 5.625 bin ich eingestiegen und bei 5.472,3 habe ich die Position zwischenzeitlich verkauft. Warum, zeige ich euch dann später in einem Chartbild. Zunächst wollen wir mal einen Blick auf die weiteren Trades werfen. Ich habe dann danach die Position zum späteren Zeitpunkt wieder zurückgekauft bei 5.476 und sie dann jetzt am heutigen Tage beziehungsweise gestern bei 5.444 mit 43 Euro Gewinn verkauft, sodass mir durch diesen Systemtrade ein Gewinn von etwa 250, 260 Euro gut geschrieben wurde. Zwischendrin habe ich ein bisschen gescalpt, kleinere Eurobeträge, wie man hier sieht, 13 Euro, 3 Euro, nicht der Rede wert. So. Jetzt mal zu der Motivlage, warum ich die Position zwischenzeitlich verkauft hatte und dann wieder zurückgekauft hatte. Das ist hier der Sp Man sieht hier den Spread des DAX, also des FDAX, zu einem gleitenden Durchschnitt. Verkäufe nehme ich immer dann vor, wenn der Abstand sich extrem ausgeweitet hat. Also wie man hier sieht, die grünen Markierungen zeigen es. Dann gibt es nämlich in der Regel eine mehr oder weniger große Gegenreaktion. Und das war hier auch der Fall. Deshalb hatte ich hier an dieser Stelle den Teilverkauf vorgenommen. Der Index reagierte nach oben, vollzog ein Pullback an die gebrochene Trendlinie und lief dann wieder ins Extrem. Und hier habe ich dann den zweiten Verkauf vorgenommen bei 5.444. Später ging es dann noch ein bisschen weiter runter, aber da hier die Hauptaufwärtstrendlinie, grün, wie man hier sieht, verlief bei 5.360 Punkten, habe ich kurz vor meinem Urlaub einfach die Position verkauft. Oben sieht man nochmal, wie der Markt den Pullback vollzogen hat nach dem Trendbruch, was also eine Bestätigung war, dass es weiter abwärts gehen würde. Und das ist dann schließlich auch passiert. Hier sehen wir das Ganze nochmal etwas aufgezoomt. Die rote Trendlinie wurde also zunächst gebrochen, dann kam der Pullback und dann ging es rasant abwärts in Richtung des Hauptaufwärtstrends, der bei 5.360 Zählern verläuft. Ja, es wurde, wie man hier sieht, eine wichtige Unterstützung durchschlagen, nämlich die horizontale Unterstützung bei 5.441 Punkten. Mit einer riesigen Kerze, die allein über 220 Punkte an einem Tag abwärts brachte, hat der FDAX unter diese Unterstützung geschlossen und damit weiteres Abwärtspotenzial freigesetzt bis 5.267 Punkte, beziehungsweise bis 5.160 Zähler. Ob der Markt das jetzt ausreizen wird oder wir in der Nähe der beschriebenen Aufwärtstrendlinie bei 5.360 nach oben drehen, muss man sehen. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub für eine Woche, deshalb habe ich die Position glattgestellt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und melde mich so